Ganz gerne, wenn du schon mal angesprochen hast, ja, wie ist es möglich? Was verursacht chronische Infektion? Ja, also gerade habe ich ja schon ein paar Punkte genannt. Wie gesagt, also meiner Meinung nach kann man das, oder meiner Erfahrung, meines Wissens, kann man das darauf runterbrechen. Ja, einfach, wir haben so viele Sachen, die unser Immunsystem, unser gesamtes System quasi schwächen. Und ja, wir können jetzt einfach mal bei der Ernährung zum Beispiel anfangen. Komplett, also selbst wenn man denkt, man ernährt sich gesund, von mir aus auch Bio, Vollwertkost. Es ist trotzdem so, dass wir mittlerweile überall Glyphosat drin haben, dass wir 70, 80, 90% weniger Mikronährstoffe, vor allem Mineralien und Spurenelemente drin haben, sekundäre Pflanzenstoffe deutlich weniger, Vitamine. Und allein dadurch kann unser Immunsystem schon deutlich weniger funktionieren, beziehungsweise dadurch können auch die Krankheitserreger sich einfach deutlich besser fortpflanzen, besser eindringen in uns und diverse Symptome verursachen. Wenn wir natürlich dann noch wenn dann noch Quecksilber und so weiter hinzukommt, Glyphosat und quasi unser ganzes Körpermilieu sich immer mehr verschiebt von der Symbiose, also quasi, sage ich jetzt einfach mal so eine Win-Win-Situation für uns als Wirt und auch für die ganzen Symbionten, mit denen wir dann zusammenleben, zur Dysbiose, dann können natürlich auch diese ganzen Krankheitserreger sich deutlich besser verbreiten und diverse Symptome verursachen. Und ja, natürlich sind es nicht nur die bösen Krankheitserreger, es kommt immer auf das Milieu an. Ja, ein schlauer Mann hat auch mal gesagt, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Und da ist schon sehr, sehr viel dran. Also wenn ich topfit bin und nicht mit Giften belastet bin und sehr gut mit Nährstoffen versorgt bin, wenig Stress habe, mich bewege, an der Sonne bin, an der frischen Luft bin, dann kann mir natürlich zum Beispiel, was weiß ich, ein Zeckenbiss mit Borrelieninfektion wahrscheinlich deutlich weniger anhaben, als wenn ich schon eine sehr schlechte Ausgangssituation habe mit Fehlernährung, Bewegungsmangel, vergiftet, durchgeimpft und so weiter. Und deswegen, ja, es ist natürlich immer umso wichtiger, das Immunsystem zu stärken. Und das ist ja auch, sage ich mal, großer Teil deines Kongresses. Genau. Wir sehen auch immer wieder, es ist unmöglich, dass wir nicht mit Krankheitserregern in Kontakt kommen, aber wir können eben durch unsere Lebensführung beeinflussen, wie unser Körper und das Immunsystem damit umgeht und ob sich überhaupt Erreger in uns einnisten können. Genau. Bevor wir zu den eigentlichen Erregern kommen, was sagt eigentlich die konventionelle Medizin zu chronischen Infektionen? Ja, also habe ich ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Also man hat es schon auf dem Schirm bei so Sachen wie, keine Ahnung, HIV oder Hepatitis C. Das ist ja schon, sage ich mal, bekannt. Das wird akzeptiert. Wird ernst genommen. Aber viele Sachen hat man halt auch nicht auf dem Schirm, beziehungsweise werden nur belächelt. Und die Betroffenen werden häufig als Psychos oder Hypochonder oder was auch immer abgestempelt. Liegt auch leider daran, dass die Diagnoseverfahren, die eingesetzt werden, klassischerweise häufig sehr also unzulässig sind, die Tests. Und auch, ja, dass einfach das Wissen und das Bewusstsein auf Seiten der konventionellen Medizin noch nicht da ist. Und ja, da kann es dann halt häufig sein, dass man einfach, Beispiel, ist belastet mit Toxoplasmose oder Borrelien oder Candida oder was auch immer und ja, bekommt dann aber die Diagnose Depression, bekommt dann Antidepressiva, ja, wodurch dann quasi gar nicht an der Ursache angesetzt wird, sondern an den Symptomen, und das Symptom ist quasi noch falsch betitelt sozusagen, und die Medikamente, die man dann einnehmen muss, nur als Beispiel, ja, also verstärken noch die Ursachen, die dazu führen, dass die Symptome überhaupt entstehen. Also das System wird weiterhin geschwächt, wir werden noch schwächer, unsere Abwehrkräfte werden noch, ja, noch mehr abgeschwächt, und dann am Ende, ja, haben die ganzen Krankheitserreger noch ein leichteres Spiel, sage ich mal. Und das ist so ein bisschen ein Grundproblem. Also da kann ich auch jeden ermutigen, dass er da nicht aufgeben sollte, wenn er da auf der Suche ist, nach den Ursachen für seine gesundheitlichen Probleme, und dass er auch wirklich weiter kämpfen soll, nicht aufgeben soll und wirklich ja, am Ball bleiben soll und sich nicht jetzt, wenn man ein- oder zweimal
gesagt bekommt, ja, sie haben nichts, sie sind gesund, dass man da nicht gleich aufgibt. Ja. Einfach im Zweifel Zweitritt, Viertmeinung einholen, Ärzte wechseln, vielleicht auch Richtung Naturheilkunde orientieren, Orthomolekularmedizin, funktionelle Medizin, sowas. Ne? Genau. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist noch, ich weiß nicht, ob ihr es schon in einem anderen Interview erwähnt habt, aber der Punkt ist, dass wir, dadurch, dass unsere Böden durch die konventionelle Landwirtschaft so verarmt sind an Mineralien und vor allem Spurenelementen, ist es so, dass häufig in den Enzymen drin, also sind häufig so katalytisch aktive Metalle, meistens Spurenelemente, dadurch, dass die nicht mehr so besetzt sind oder dass wir halt so einen Mangel davon haben, haben es halt diese Elemente wie zum Beispiel Quecksilber, Blei und so weiter einfacher, in diese Enzyme reinzugehen und dann quasi die Enzyme lahmzulegen. Und Enzyme sind ja quasi so Katalysatoren für alles in unserem Körper. Das heißt, sie bestimmen mit, wie schnell und wie effektiv alle möglichen Reaktionen ablaufen. Und wenn die halt sehr verlangsamt werden oder runtergefahren werden, gestoppt werden, dann gibt es halt große Probleme. Und es ist nicht nur das Problem, dass die Giftbelastung höher ist, sondern die Giftbelastung ist quasi doppelt so giftig, weil die Versorgung mit den wichtigen Mineralien und Spurenelementen so schlecht ist. Mhm. Genau, das noch als kleiner Beitrag dazu oder kleine Ergänzung dazu. Zumal die Nährstoffe dann auch wieder zum Entgiften benötigt werden, also es ist dann doppelt schlecht. Genau, ja. Und gerade in der heutigen Zeit sind wir wahrscheinlich so schlecht wie noch nie zuvor mit Mikronährstoffen versorgt, obwohl der Bedarf wahrscheinlich so hoch ist wie noch nie zuvor. Mhm. Wegen und diversen Punkten, die du wahrscheinlich auch schon in dem Kongress besprochen hast, Thema Elektrosmog, Stress und so weiter und so fort. Ja, und auch dieser Teil von der konventionellen Medizin eher nicht so ernst genommen wird. Aber ja, wahrscheinlich. Also damals, ich war schon lange nicht mehr bei konventionellen Medizinern, aber damals hat mich auf jeden Fall keiner ernst genommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich da jetzt noch nicht so viel geändert hat. Ja, aber deswegen auch ein Grund, warum wir diesen Kongress hier haben, eben damit Leute auch das Wissen und die Kontakte zu den richtigen Ärzten bekommen, um das wieder selber in die Hand zu nehmen. Genau. Ganz wertvoll.